Ja, moin, hier ist Chris mit Teuer Pater Spiele. Es ist Freitag, die Woche ist rum und ja, nach einer Woche Pause hier ein neues Journal und ja, wir haben einiges zusammengetragen, was es so an interessanten Sachen gibt. Und ganz wichtig, vorneweg in eigener Sache, ich weiß, viele von euch mögen das und da haben wir auch Feedback zu bekommen und die lesen auch gerne nochmal so, sag ich mal, die Verschriftlichung der News bei uns auf der Homepage. Auf www.vp-spiele.de. Momentan ist das leider aufgrund dieser Einhandgeschichte, dieser einfreien Handgeschichte, nicht so gut umsetzbar. Deswegen zurzeit leider keine Verschriftlichung der News. Es würde einfach extrem viel Zeit fressen und dementsprechend, aber wird wiederkommen. Auf jeden Fall. Aber es wird ein bisschen dauern, bis es wieder soweit ist. Das vorweg. Und dann fangen wir jetzt einfach an mit den News. Und ganz untypischerweise geht es los mit Tabletop. Wir fangen eigentlich immer mit Brettspielen an. Dieses Mal Tabletop. Und zwar von der Priorität her schon so, weil... Hallo Schuschu. Ellie eigentlich immer gesagt hat, na, Tabletop-System nicht. Also für sie nicht. Nicht so ihr Ding. Und ich auch gesagt, nee, noch eins nicht. Jetzt angekündigt, ab Sommer Pre-Order, Fallout. Fallout, Warriors of the Wasteland, Wasteland Warfare, Entschuldigung, Wasteland Warfare. Fallout, das Konsolenspiel, kennt vielleicht einige das Rollenspiel als Tabletop-System. Es gibt die Todeskrallen, es gibt diese Power-Rüstung und so weiter und so fort. Das Ganze soll sowohl einen Kampagnenmodus haben, als auch kooperativ spielbar sein. Klingt alles wunderbar, werde ich auf jeden Fall die Augen nach offen halten und dann entscheiden, ob vielleicht doch noch ein Tabletop-System ins Haus kommt. Denke schon. Wahrscheinlich, ne? Na, okay. Dann gehen wir jetzt aber zu Brettspielen. Clans of Caledonia. Auch seit dieser Woche bei Kickstarter. Ein Spiel von einem deutschen Autor. Jetzt schon gefundet. Also auch am ersten Tag eigentlich auch schon komplett durchgefundet. Ein Eurogame. Angesiedelt in Schottland. Natürlich geht es auch um Whisky. Wir sind verschiedene Clan-Chiefs mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Was ich persönlich ja immer, wenn es gut funktioniert, eine sehr schöne Sache finde, wenn das Ganze so ein bisschen asymmetrisch ist von den Startvoraussetzungen. Dazu gibt es ein Marktsystem, das relativ Richtung Wirtschaftsspiel geht und so. Also alles hochinteressant, sieht toll aus. Und ja gut, das Thema spricht zumindest uns an und da sind wir dabei. Ja, wo wir ja auch dabei sind, ist Arkham Horror The Card Game und ein weiteres LCG ist angekündigt, das zum Beispiel, also zumindest Ellie, noch viel mehr thematisch, glaube ich, anspricht, nämlich Legend of the Five Rings. Das ist ja ein Spiel, es gab ein Rollenspielsystem oder gibt auch wieder das Ganze als Rollenspielsystem und es gab auch in den 90ern ein Sammelkartenspiel dazu, Legend of the Five Rings. Nun das Ganze von Asmodee angekündigt für Quartal 4 als LCG, also Living Card Game. Und jeder Spieler übernimmt eine Fraktion und ja, führt die praktisch in den Kampf um diese fünf Ringe, um die Vorherrschaft. Fantasy, japanisch angehaucht, auf jeden Fall ein Blick wert, denke ich, für Fans. Ja, ebenfalls ein Blick wert für Fans und auch dazu zählen wir uns hier, ist die neue Erweiterung von Eldritch oder zu Eldritch Horror, Städte in Trümmern. Kleine Box wieder, neuer großer Alter, neue Ermittler, neue Karten, neue Optionen. Ja, also im Grunde ganz viel more of the same. Und ich finde, das kann bei diesem Spiel gar nicht genug sein. Freue mich riesig drauf auf die Kiste. Ganz einfach. Ja, dann angekündigt von Asmodee, auch für Quartal 3 ist Aufstieg der Gilden. Im Original bei Strate Libri erschienen. Ein Spiel, bei dem man zum einen sein Gildenquartier ausbaut, sein Hauptquartier. Und zum anderen bietet auf Gilden Mitglieder, die wiederum alle individuelle Fähigkeiten haben. Und mit diesen individuellen Fähigkeiten soll es möglich sein, riesige Kombos zu spielen. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Geschichte und ja, werde ich auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Ja, seit kurzem online auf der Seite heidelbeer.de oder www.heidelbeer.de ist eine FAQ und eine Errata für Fury of Dracula. Bestimmt auch eine sehr lohnende Sache für Leute, die jetzt da gerne nochmal ein bisschen abgleichen wollen. Und ja, sowas ist immer praktisch. Wer das gebrauchen kann, der Link ist unten in der Infobox. Schon in Kürze kommen soll eine Erweiterung für den Kampf um den Eisernen Thron. Das Spiel, angesiedelt natürlich in der Welt von Game of Thrones, auch basierend auf den Film, denn auf den Karten sieht man Szenen aus dem Film und auch Charaktere aus dem Film, also Fotos. Und das Ganze basiert auf dem System von Cosmic Encounter. Die Erweiterung wird enthalten die Häuser Martell und Graufreud und ja, in dem Fall für Fans des Spiels bestimmt eine sehr sinnige Anschaffung.
Ja, Hoch in Friends hat verlauten lassen, dass Ulm inzwischen wieder lieferbar ist. Das war ja weg. Wir haben es ja auch verlost vor kurzem. Jetzt also offiziell wieder im Handel. Und zwar erweitert um eine Spielhilfe. Die war nicht drin in der Grundversion. Eine Spielhilfe, die die einzelnen Aktionsmöglichkeiten nochmal auflistet, die man hat. Und sowas ist ja nicht immer ganz praktisch. Und wer sie jetzt eben nicht hat, weil er Besitzer der ersten Edition ist, in der kommenden Spielbox ist diese Spielhilfe dann auch nochmal drin. Ja, dann gehen wir nochmal zurück zu Kickstarter. Da läuft gerade Hannibal, Rom gegen Karthago oder Rom vs. Karthago. Ein CDG, also Card-Driven Game, Wargame, Co-7 vielleicht nicht zwingend, aber ein Wargame, bei dem ein Spieler eben mit den Karthagern gegen Rom zieht, der andere Spieler eben Rom verkörpert. Sehr schönes Spiel. Eigentlich ein Klassiker, der vor Jahren schon bei Avalon Hill rausgekommen ist. Es gab eine deutsche Auflage bei Descartes Editeur. Und ich meine danach auch nochmal eine Neuauflage, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig im Klaren, aber ich meine schon in der jetzigen Auflage auf jeden Fall nochmal dabei eine Erweiterung namens Hamilkar, die das ganze Spiel nochmal auf den ersten Punischen Krieg umlegt. Also man kann praktisch beide Feldzüge oder beide Konflikte in diesem Spiel spielen. Sehr schönes, wie gesagt, klassisches Card-Driven-Game, wer es noch nicht hat, sollte da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Multimed Publishing hat im Rahmen seiner Battalion Combat Series einen neuen Titel veröffentlicht, nämlich Baptism by Fire. Thema ist die Kasserinenschlacht in Tunesien, also das Afrika-Korps gegen die Alliierten, das die Alliierten damals nicht für sich entscheiden konnten, also diese Schlacht. Das Ganze, wie gesagt, in der Battalion Combat Series erschienen. Titel davor, das ist der zweite Titel in der Serie, der Titel davor war Last Blitzkrieg, der ein bisschen größer war, so und schon fast Richtung Monster-Spiel ging, also wirklich enorm viel aufzubauen, viele, viele Counter, lange, lange Spielzeit. Und dieses Baptism by Fire soll eben ein bisschen zugänglicher sein. Von Handhabung und Spieldauer und Umfang einfach. Auf Indiegogo kann man den neuen Titel von Tasty Minstrel Games backen, wobei ganz neu jetzt auch nicht hundertprozentig richtig ist, denn das Spiel gab es auch schon zum Beispiel in Essen auf der Messe, und zwar der Titel ist Flow of History. Autor Jesse Lee, der auch zum Beispiel Ponzi Scheme gemacht hat, das auch dann später bei Tasty Minstrel gekommen ist. Ponzi Scheme, Flow of History, also ein taiwanesischer Titel wieder. Hierbei handelt es sich dieses Mal um ein Ziff-Kartenspiel, also Ziff-Kartenspiel. Wir bauen eine Zivilisation auf. Das Ganze mit einem Beat-Mechanismus, der ganz interessant ist, denn ich muss gleichzeitig beim Beaten darauf achten, dass sich meine Mitspieler an diesem Gebot nicht zu sehr bereichern. Also ich muss immer so ein bisschen meine Strategie dahin auslegen, brauche ich das jetzt wirklich, was ich da haben will? Und was gebe ich denn jetzt tatsächlich dafür aus, um die anderen nicht einfach stark zu machen, indem ich eine Karte habe, die mich vielleicht stark macht, aber nicht die anderen gleichzeitig das Gebot stark mache? Finde ich, klingt sehr interessant. Das Ganze jetzt, wie gesagt, bei Indiegogo, Link ist unten, und zwar in einer Deluxified-Edition mit Metallmünzen und so weiter. Also da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Zum Schluss der Splitter Verlag. Ein neues Historiencomic ist dort erschienen, nämlich Winter 1709, schon Band 2. Setting ist der spanische Erbfolgekrieg und es spielt im Winter, wie der Titel schon sagt, und zwar während des Winterquartiers, 1709 eben. Knackende Kälte über Europa, Versorgungsprobleme, Hungersnöte, ganz genau so bedrückend, wie man sich das vorstellt. Und es geht eben um eine Lieferung, die jemand an, also eine Getreidelieferung für den König, die jemand unternehmen muss. Und auf dieser Lieferung natürlich allerlei erlebt, denn so eine Lieferung ist begehrt und eben nicht nur beim König begehrt. Und gleichzeitig noch das Verschwinden seines Bruders aufklärt. Also Abenteuer, Historie, ganz wie man es so kennt und mag eigentlich von Comics aus diesem Genre. Auch das ist ein Titel, auf den ich sehr gespannt bin. Ja, das war's. Da sind wir durch mit dem Journal für diese Woche. Ich hoffe, es war wieder einiges dabei, was ihr so an Infos gebrauchen konntet für euch und eben auch vielleicht noch nicht wusstet. Wenn euch das jetzt gefallen hat, hier freuen wir uns natürlich über einen Daumen. Über ein Abo freuen wir uns. Immer fleißig kommentieren. Auch nach wie vor gilt leider, wir hängen hinterher mit dem Kommentieren, und weil es ist einfach so mühselig. Es ist so mühselig zurzeit. Aber wir sind da, wir reagieren. Besten Dank. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei allem, was ihr so vorhabt in nächster Zeit. Vielleicht sehen wir uns noch. Besten Dank fürs Gucken und tschüss.